nach. Keine Ahnung, ob das 30 Minuten Laufen waren oder schneller oder langsamer. Ich bin überhaupt froh, dass ich es hierhin geschafft habe, weil das war verdammt heiß. Knallrot. Jeder, der so ein Fahrrad fuhr, fragte auch direkt, soll ich sie mitnehmen? Aber das kostet natürlich, deswegen habe ich gesagt, nein, ich laufe doch ein Stück jetzt. Dann das Hotel, total süß, die haben mir ein kaltes Handtuch gebracht. Ich sollte mich erstmal hinsetzen, dann haben die mir einen kalten Lemon Juice gebracht. Total knuffig. Die Kerle haben mir einen Ventilator vors Gesicht gestellt. Die Gäste, die wieder kamen, sagen, ach, das ist nicht so schlimm, das wird gleich wieder. Hier gibt es auch noch kältere Tage. Ich guck gleich mal, wie warm das wirklich war, aber es hat sich in der Sonne so heiß angefühlt, so Sahara-mäßig. Keine Ahnung, richtig krass. Mache ich auch nie wieder. Vor allem gucke ich immer, dass ich zwei Wasserflaschen mit dabei habe, weil das tödlich ist. Mir sind sogar die Finger so angeschwollen, dass ich die gar nicht mehr bewegen konnte. Richtig krass. Hätte ich nicht gedacht. Gut, dass ich für die letzten zwei Stationen Hotels gebucht habe mit Pool. Weil ich glaube, so viel Sightseeing und so mache ich nicht, weil das ist mörderisch. Ich kann das überhaupt nicht gut, die Hitze und ja, mal schauen, ob sich mein Körper hier noch dran gewöhnt oder ob das so weitergeht. Ist auf jeden Fall krass. Ich habe auch schon gar keinen Hunger mehr. Ich habe heute immer noch nichts gegessen. Aber das lasse ich auch sein, weil jetzt trinke ich erstmal ganz viel, gehe duschen, ruhe mich aus und dann gehe ich heute Abend auf den Nachtmarkt. Das ist halt die Straße runter, das sind so 10 Minuten. Und hole mir da wahrscheinlich irgendwie was und probiere da mal ein paar Sachen. Ich hoffe, bis dahin habe ich mich auch wieder ein bisschen abgekühlt. Aber das Hotel Jade Hotel in Hue ist auf jeden Fall richtig gut. Die sind total süß, total nett. Junges Team. Bei der Begrüßung Begrüßungsgetränke plus einen Obstteller gebracht bekommen. Auch ein kaltes Handtuch. Mir wurden die Koffer hochgeschleppt. Also echt richtig, richtig cooler Service. Ist bis jetzt das beste Hotel, was ich hier hatte. Also, falls ihr nochmal nach Ruhe kommen solltet, nehmt das Jade Hotel. Ist auch gut gelegen. Wie gesagt, ich ruhe mich jetzt erstmal aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo zusammen, ich bin jetzt in Ruhe, abends unterwegs. Gehe jetzt gerade auf der beleuchteten Brücke und versuche die mal vom Ufer zu fotografieren. Hier ist es mega warm, obwohl es abends ist. Kamera beschlägt auch immer wieder. Aber ich versuche jetzt mal einen Supermarkt zu finden, der ist so 10 Minuten entfernt. Und danach gehe ich mal auf den Nachtmarkt und gucke, ob ich da halt was Leckeres, Vietnamesisches zu essen finde. Weil ich heute den ganzen Tag nicht raus bin aus dem Hotel. Weil ich gedacht habe, das, was ich gestern erlebt habe, mache ich nicht nochmal. Ja, aber ich denke, jetzt um diese Zeit ist das richtig gut. Sonne ist nicht mehr da. Sieht echt schön aus, aber es ist halt mega viel los wieder. Ist halt Großstadt, aber macht richtig Spaß. Dann sehen wir uns bestimmt gleich. Bis dann!